Neuer Tag. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Leute, wir fahren heute zum großen Tempel in Singaraja mit unserem besten Freund Kedut. Er zeigt uns das so ein bisschen. Und heute geht's los. Ich hatte keine Ahnung, wie weit wir wegfahren. Wir sind jetzt in Pulaki. Oder Pura Pulaki. Ich hatte echt null Ahnung. Wir sind jetzt 1 Stunde 10 mit dem Roller gefahren, ohne Pause. Und Kedut hat richtig Gas gegeben und wir mussten natürlich irgendwie mithalten. Und haben das dementsprechend auch richtig Gas gegeben. Und wir haben die ganze Zeit Sonne. Das Wetter ist geil. Wir sind hier mitten vorm Tempel. Richtig schön hier. Also, und gerade hier mit dem Roller abgestiegen. Und dann, was sieht man hier wieder? Mitten im Baum sitzend. Ein süßen Affen. Freunde, was denkt ihr? Sieht gut aus? Sieht gut. Gut. Oder teurer, die. Oder eher die hier. Hab mir ja tatsächlich diese Brille jetzt gekauft. Bin ganz glücklich darüber. Und jetzt ziehen wir uns den Sarung an. Weil sonst können wir nicht in den Tempel gehen. Big one. Okay. Temple at Bali at Besaki. Ui, biggest. The biggest temple. Why? Very big at Bali, only one. Where is it? At Karangasem. Nearest the Monstein Agung. You know Agung? Agung? Okay. Very big. Es ist sehr warm, aber der Tempel ist sehr schön. Hallo. Hallo. Also die Käfige auf dem Gelände sind dafür da, um die Affen fern von den Sachen, von den Leckereien weg fernzuhalten, weil die alles klauen. Und jetzt fahren wir einmal rum und fahren oben auf den Berg. Also oben ist auch noch ein Tempel und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt sind wir hier angekommen und es sieht unglaublich aus hier. Also im Hintergrund Berge. So, jetzt haben wir einen neuen an und hat uns ein netter Herr darauf angewiesen, dass wir einen anziehen sollen und man hört schon Musik da oben. Ich bin mal gespannt, ob da gerade Gebete stattfinden. Temple Melanting Temple. Lamping Temple. Melanting. Melanting. Ja, Melanting. It is Melanting. And this one again, to go there, Cucak. Halo. White color, many color, but hey. Das müsst ihr mit eigenen Augen sehen. Das ist so, das hat so einen Charme, so einen Ausdruck. Hammer. Guckt euch das mal an hier. Das ist ja heftig. Also man sieht das vielleicht auf der Kamera nicht, die Größe. Aber wenn ich daneben stehe,
Also, heftige Statuen hier. Wieder auf dem Weg zum nächsten Tempel. Wir waren jetzt hier in 15 Minuten und anscheinend haben wir heute noch viel zu sehen, also sind wir gut unterwegs und auf geht's zum nächsten Tempel. War der Babyhund nicht süß? So, der Kevin hat eine neue Info. Also der Kadutt hat gerade gesagt, dass alles hier rum, alles Militärgelände ist. Und ich habe gerade gefragt, ob er einen kennt, der schon da oben war. Und er meinte, da kannst du nicht einfach hoch. Das ist nämlich alles vom Militär und die schicken die Soldaten dahin zum Training und die schießen da rum. Also wenn du da hochgehst, kann sein, dass du dir eine Kugel einfängst. Das ist kein Spaß. Eine kleine Trinkpause, bevor es weitergeht. Water. So, jetzt sind wir hier ein bisschen den Berg hochgefahren und haben sehr viele Stufen vor uns. Aber es soll sich lohnen, also bin ich mal sehr gespannt. Wir laufen hier locker seit 10 Minuten hoch und es ist sehr anstrengend. Eine nie endende Treppe. Das wird ja lustig. Das ist wirklich sehr anstrengend. Aber für mich als Extremsportler kein Problem. Hunde, die bellen, beißen nicht, sagt man ja, ne? Deswegen bin ich mal gespannt. Wir sind so gut wie da. So, wir sind oben angekommen. Es hat nicht geregnet, das ist wirklich Schweiß, weil wir hier 32 Grad haben und eine Luftfeuchtigkeit von ungefähr 90% und dann lauf mal ein paar Stufen hoch, dann sieht das ungefähr so aus. Ne? Man schwitzt ein bisschen, aber ist okay. Nach 15 Minuten Aufenthalt bewegen wir uns jetzt zurück zu unseren Scootern.